Du willst wissen, ob ein Fadenlift für dich sinnvoll ist oder ob ein Fadenlift eine Alternative zu einem Facelift ist? Dann schau dir dieses Video an. Mein Name ist Dr. Benjamin Gehl, ich bin Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie und wir sprechen heute über Fadenlifts, über die Sinnhaftigkeit von Fadenlifts, über die Substanzen, die in den Körper eingebracht werden, wie es funktioniert und ob es für dich die richtige Lösung ist. Moki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Was ist ein Fadenlift eigentlich? Man sagt, eine Möglichkeit, um das Gesicht leicht wieder anzuheben und diese unschönen Bäckchen zu behandeln, ohne ein Skalpell zu verwenden. Was ist es wirklich? Es ist schlussendlich ein chirurgisches Nahtmaterial, was ich mit einer Nadel unter die Haut so einbringe, dass ich den Faden verankern kann und das Gesicht an gewissen Stellen da wieder leicht anhebe, wo ich es mir wünsche. Wie läuft ein Fadenlifting eigentlich ab? Wir müssen unterscheiden, welches Produkt verwendet wird. Prinzipiell sind heute alle Fäden einmal hergestellt aus PDO, also Polydioxanon. Das ist eine Substanz, ein Nahtmaterial aus der Medizin, was über die Zeit vom Körper komplett wieder abgebaut wird. Und an der Stelle, wo es abgebaut wird, entsteht Kollagen und stabilisiert diese Stelle. Haben wir also einen PDO-Faden oder einen Faden für einen Fadenlift ohne Widerhäkchen, kann ich diesen Faden beispielsweise mit einer kleinen Nadel an der Lippe so einbringen, dass durch die Auflösung des Fadens eine Schwellung entsteht, die Falte gehoben wird und an diese Stelle der Schwellung tritt nachher die Kollagenproduktion. Das heißt, wir haben einen nachhaltigen Effekt, dass diese Falte verbessert wird, aber nie ganz verschwinden wird. Haben wir hingegen einen Faden mit Widerhäkchen, dann können wir sagen, wir bringen diesen Faden in die Haut ein und heben etwas. Ob das nun das Bäckchen ist, ob das die Nasolabialfalte ist, ob das das Mittelgesicht oder beispielsweise die Augenbraue ist, hängt jetzt wieder davon ab, was euer Wunsch ist und welche Indikation wir behandeln wollen. Das heißt auch, wenn ich diesen Faden nun von einer Eintrittsstelle hier oben in die Haut einbringen möchte, resultiert daraus der Begriff der Technik. Bringe ich also beispielsweise einen Faden nach oben und nach unten ein, sieht das aus wie ein V, heißt es ist die V-Fadenlift-Technik. Bringe ich einen Faden beispielsweise ein zum Kieferwinkel und vom Kieferwinkel zum Kinn nach vorne, sieht es aus wie ein L, dann ist es die L-Lift-Fadenlift-Technik, natürlich mit einem Faden, der Widerhäkchen hat. So gesehen entscheiden wir also Indikation Produkt, Produkt wie einbringen, wie schaut das Bild aus und daraus resultiert dann der Name PDO-Lift, PDO-Hebung sozusagen, PDO-Fadenlift oder einfach dieses klassische Fadenlift oder das Floating-Fadenlift, wo wir sagen, wir bringen es gar nicht nur mit einer Kanüle ein, sondern mit einem Faden, den man nach unten bringt, in die Mitte bringt, wieder nach oben bringt und so entstehen die Namen, Indikationen und Behandlungen. Ist der PDO-Faden jetzt der einzige Faden, der verwendet wird oder was hat es eigentlich mit Cones auf sich? Man muss ehrlich sagen, das Marketing verschiedenster Firmen ist unterschiedlich und der eine Faden hat Widerhaken, der andere Faden hat Knoten auf dem Faden mit sogenannten kleinen Verstärkungen, diesen Cones. Das heißt, es gibt über die Jahre gab es schon immer diverse Fäden, die verwendet wurden, bis hin zu diesen bekannten Goldfäden. Aktuell am Markt, muss man sagen, sind die PDO-Fäden wohl die besten, die auch am besten wieder vom Körper resorbiert werden. Und wie sie dann aufgebaut sind, das heißt mit Widerhäkchen oder mit Cones oder wie auch immer, das liegt dann am Hersteller. Und da muss man sagen, hat jede Indikation wahrscheinlich dann auch ihr Vorteil in einem gewissen Produkt. Sprecht mit eurem Spezialisten und dann wisst ihr auch, was die richtige Lösung für euch ist. Eine wichtige Randinformation ist noch die Wirksamkeit dieser Fäden. Denn ein Faden hat in der Regel zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir sprechen von resorbierbarem Nahtmaterial, das heißt ein Faden, der sich im Körper wieder vollständig abbaut. Beim Abbauen des Fadens entsteht eine Schwellung, es läuft Wasser rein, das heißt die Stelle wird dicker, beispielsweise wird damit die Falte nicht mehr so tief, also wird gehoben. Und durch die Resorption entsteht Bindegewebe, das heißt Kollagen. Haben wir also nur den Effekt des Auflösens, den wir verwenden wollen, dann ist es beispielsweise eine statische Falte, wie wir gesagt haben, an der Oberlippe, die beim Auflösen gehoben wird, beim Auflösen des Fadens gehoben wird und damit dann das Kollagen die Falte füllt.
Die andere Möglichkeit eines solchen Fadens ist, dass wir die Wirkung der Stabilität des Fadens zunutze kommen. Das heißt, wir haben eben die Stabilisatoren, die Widerhäkchen, die Cones, und die hängen wir in das Gewebe, können damit einen Zugeffekt aufbauen und damit das Gesicht leicht anheben. Brauche ich nun also eine Narkose für so einen Fadenlift? Ehrlicherweise nein. Das heißt, die Einstichstelle und der Kanal, wo der Faden durchgeht, wird lokal betäubt. Das heißt, man bekommt eine Spritze und spürt es nicht. Wenn du allerdings Stress hast bei so einer Behandlung, kann man sagen, man macht einen kleinen Dämmerschlaf. Dann wäre es eine ambulante Behandlung. Und es gibt seltene Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel ein Ankerlift, das heißt ein Fadenlift mit einem dickeren Faden, was für den Patienten unangenehm ist. Und da würde man im Fall der Fälle ausnahmsweise auch mal vielleicht eine Vollnarkose machen, die allerdings ganz kurz nur anhält und damit sicher ist. Was muss ich vor einer Fadenliftbehandlung beachten? Schlussendlich ist wichtig, wie wird die Behandlung durchgeführt. Wenn es eine lokale Betäubung ist und nur eine kleine Nadel, also eine kleine Indikation, ist es sinnvoll darauf zu achten, dass einerseits das Gesicht nicht zu sehr geschminkt ist, dass das Gesicht gewaschen ist und dass man zuvor vielleicht keine Medikamente genommen hat, die einen blauen Fleck fördern könnten. Wenn es jetzt eine Behandlung ist, die im Dämmerschlaf oder in einer Narkose durchgeführt wird, dann ist für euch natürlich wichtig, ihr dürft 6 Stunden vor Dämmerschlaf oder Narkose nichts essen und nichts trinken. Dazu gibt es aber immer ein Gespräch mit dem Anästhesist, also mit eurem Spezialisten für die Narkose. Vor der Behandlung an sich, kurz bevor ihr zum Arzt kommt, ist einfach wichtig, trinkt nicht zu viel Kaffee, seid nicht zu gestresst, dann ist das Risiko für eine Schwellung und einen blauen Fleck eben entsprechend auch minimiert. Nach der Behandlung ist ganz wichtig, dass natürlich für Hygiene gesorgt wird. Bedeutet, überall dort, wo ein Einstich war, nicht gleich hinfassen, nicht zu viel daran rummachen, nicht gleich massieren, dass sich das Material, was unter der Haut ist, auch stabilisieren kann, nicht zu schnell schminken und den Körper zur Ruhe kommen lassen und am besten Fall 1-2 Tage frei nehmen, dann wird das Ergebnis entsprechend auch am schönsten sein. Ist der Faden nun eine Alternative zum Facelift? Ehrlicherweise nein. Kann der Faden wirklich das heben, was ich mir wünsche? Kommt auf die Ausgangssituation an. Bedeutet für mich als Chirurg, dort wo ich den Wunsch habe, eine leichte Hebung zu erzielen und ein bisschen mehr Frische ins Gesicht zu bekommen, macht der Faden vielleicht schon Sinn. Es gibt Indikationen, die absolut sinnvoll sind. Immer dann aber, wenn Knochen umgebaut hat, Fett abgebaut hat und die Haut weich geworden ist und ein Facelift notwendig ist, dann wird ein Faden nie mehr das Ergebnis mit sich bringen und dann würde ich das Geld entweder für einen schönen Urlaub investieren oder, wenn es sein muss, für eine richtige Facelift-Operation. Was aber sind die Gründe für eine Fadenlift-Behandlung, die Sinn machen? Immer dann, wenn das Gesicht an sich frisch wirkt und ich kleine isolierte Bereiche habe, die mich stören. Beispielsweise kennen wir ganz gut, dass bei allen das mittlere Wangenfettpad abbaut, die Nasolabialfalte entsteht, das Gewebe auf den Mundwinkel zieht und am Schluss dieses Bäckchen manchmal bei unseren Eltern eben schon sichtbar ist. Und wenn wir so eine kleine isolierte Stelle haben, wo wir wirklich sagen können, ich kann das mit einem Zug wieder heben, also ich kann dieses eine Bäckchen logisch, so wie ein Faden verlaufen würde, wieder heben, dann macht es Sinn. Wenn ihr nun sagt, mich stört alles eigentlich, mich stört der Hals, mich stört das Gesicht und wie auch immer, dann ist immer die Frage, was ist überhaupt die richtige Behandlung? Und dann muss man sagen, vielleicht ein Facelift, aber auf keinen Fall dann der Faden. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass ihr euch von eurem Spezialisten beraten lasst. Denn wenn es die Indikation hergibt, dann kann ein Fadenlift natürlich für euch genau die Lösung mit sich bringen, die ihr euch wünscht. Und das Ergebnis wird natürlich und so sein, wie ihr euch das vorstellt. Welche Komplikationen kann so ein Fadenlift mit sich bringen? Schlussendlich kommt es auf das Produkt an und die Anwendung und die Technik. Bedeutet, kleine Einstiche, kleines Material, beispielsweise an der Lippe, macht meist nur eine Schwellung und einen blauen Fleck. Große Fäden mit großem Einstich können natürlich ein großes Hämatom, also einen großen blauen Fleck mit sich bringen. Das kann hingehen bis zur Allergie auf das lokale Betäubungsmittel. Heißt also, je größer geplant, desto wichtiger auch die Spezialisten, neben dem Chirurgen, des Narkosearztes, also des Anästhesisten, sprecht über die verwendeten Medikamente, die verwendeten Produkte, die verwendete Technik und dann ist das Ganze eine sichere Planung und dann kann euch nichts passieren, dann wird es auch genauso ablaufen, wie ihr euch das wünscht. Natürlich ist jetzt wichtig, was kostet das Ganze und wie lange hält es?
Schlussendlich muss man sagen, dass der Markt verschiedene Preise anbietet. Die Produkte liegen meist im Einkauf zwischen 500 bis 1000 Euro. Das bedeutet, so eine Behandlung liegt meistens zwischen 1000 und 2000 Euro. Wie lange hält das Ganze jetzt? Stellt sich die Frage, welches Produkt verwendet wurde. Grob gefasst, wenn man alle Produkte am Markt betrachtet, hält sowas zwischen 3 Monaten bei ganz dünnen Fäden bis hin zu 1,5 bis maximal 2 Jahre in der Regel. Was man nicht vergessen darf, der Hebeeffekt vom Faden wird abgelöst durch eine Kollagenproduktion. Die Kollagenproduktion wiederum kann einen frischeren Effekt mit sich bringen. Das heißt, das Nachhaltige hält länger, das Produkt ist nach einem Jahr etwa abgebaut. Wenn du mehr über Fäden, Fadenlifts, PDO-Fäden oder sonstige Themen im Bereich des Liftings wissen möchtest, dann schau in unsere Infobox. Wir haben für dich Blogbeiträge und Videos hinterlegt und du findest unter den Links alle die Informationen, die für dich wichtig und sinnvoll sind.